In Mexiko sind am Internationalen Frauentag tausende Frauen auf die Straße gegangen, um gegen häusliche Gewalt, Misshandlungen und Morde zu demonstrieren. Viele forderten die Regierung auf, gegen die Gewalt durch Männer vorzugehen. Frauen verschwinden, sie werden vergewaltigt, sie werden verstümmelt, sie werden verbrannt und sie wurden auch schon in Zisternen gefunden. Warum? Weil sie ihre Beziehung beenden. Ich finde das nicht fair. Meine Kolleginnen und ich fordern ein Ende der Gewalt. Wir fordern alle Frauen auf sich Acht zu geben und gegenseitig auf sich aufzupassen. In Mexiko-Stadt kam es zu heftigen Unruhen. Dort zerstörten Frauen Absperrungen und besprühten Statuen. Gewalt gegen Frauen ist in Mexiko ein großes Problem. Zwei Drittel aller Frauen, die älter als 15 Jahre sind, haben einer Statistik zufolge schon Erfahrungen mit Gewalt machen müssen. Nach Behördenangaben sterben jeden Tag mindestens 10 Frauen durch häusliche Gewalt. Viele von ihnen werden niemals gefunden.